Ich habe euch mit dem General sprechen sehen. Wir sind wohl in großen Schwierigkeiten, wenn wir auf irgendwelche Leute hören. Aber Lord Devancy hielt es für angebracht, euch zu vertrauen. Ihr habt bereits von den Wilden im Sumpf gehört. Ein bestialischer Haufen. Einige unserer besten Soldaten wurden von ihnen gefangen. Andere werden vermisst. Wir haben Erkundungstrupps in den Sumpf geschickt. Ich habe sie so gut es ging ausgerüstet, aber die Begleiter unseres Versorgungstrupps kann man kaum Soldaten nennen. Sie sind nun seit Stunden überfällig. Das war ein Massaker. Wie habt ihr den Kampf überlebt? Wir sind in Panik geraten. Also die jungen Soldaten zumindest. Nachdem Jane die Straße hinter uns zerstört hat. Wir waren so kurz vor dem Sieg. Ich habe den Versorgungstrupp hier zurückgehalten, anstatt eine Flucht zu riskieren. Wir hatten hier gerade genug Schutz, um den Angriff zu überleben. Ein Sumpf ist eben kein guter Ort für schwere Wagen. War eure Fracht den ganzen Ärger wert? Die übliche Verpflegung für die Truppen, aber auch Kanonen, Pulverfässer und ähnliche Dinge. Wir könnten vielleicht zu Fuß einen Weg aus dieser schlammigen Senkgrube finden. Aber die Kanonen werden in der Funkelhöhle benötigt. Wenn eure Leute nur unerfahrene Rekruten sind, dann werden sie nicht lange im Sumpf überleben. Ich werde eure vermissten Soldaten für euch suchen. Ihr überrascht mich. Ich kann euch nur ein paar Vorräte versprechen. Und meinen Dank. Sucht sie im Osten, im Sumpf. Wir haben zwei Erkundungstrupps ausgesandt. Hoffentlich hat sie der Sumpf noch nicht verschluckt. Devancy wird niemandem mehr erlauben, das Lager zu verlassen. Also seid ihr unsere einzige Hoffnung. Danke, dass ihr den Pfad gesichert habt. Wir werden erst einmal hierbleiben, bis wir einen Weg herausfinden.
Wenn diese verdammten Wurzeln nur etwas dichter beieinander wachsen würden, könnten wir rüberspringen. Wer auch immer die Kanonen der Azoniten platziert hat, wusste genau, was er tat. Sie haben absolut freie Schussbahn. Azonai sei Dank, unser General hat überlebt. Ich kenne diesen Mann, Lord Devensee. Ich habe ihn schon mal gesehen oder seinen Namen gehört. Ihr habt nie in der königlichen Armee gedient? Wie solltet ihr ihm sonst begegnet sein? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, ihn getroffen zu haben. Aber ich kenne sein Gesicht. Wartet, ich habe sein Gesicht auf einem Bild gesehen, wo er rechts neben meinem Vater stand. Damals war sein Haar noch brauner und er hatte noch nicht diese albernen Koteletten, aber er war es. Es waren auch noch andere auf dem Bild zu sehen, alles Legionäre. Wir sollten Odo davon erzählen, sobald wir ihn wiedersehen. Ah, widerliche Viecher. Da töte ich sogar Ratten noch lieber. Noch ein Feind weniger. Schaut mal hier. Diese Wurzeln sehen aus wie eine Art Tür oder Tor. Sieht nach Ärger aus. Es sind so viele. Rückzug, Rückzug! Diese verdammten Eingeborenen! Ihr habt kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite kämpfen. Wir wurden in diesem ganzen Durcheinander vom Rest unserer Einheit getrennt. Wir kehren ins Lager zurück, aber wenn ihr noch anderen begegnet, dann helft bitte auch ihnen.
Seht, die Barbaren haben uns noch nicht gesehen, aber dies ist die Grenze zu ihrem Dorf. Phineas und die anderen Gefangenen werden möglicherweise auf der anderen Seite gefangen gehalten. Oder vielleicht oben in den Bäumen. Sind das alle Soldaten, die ihr versammeln konntet? Ich hatte gehofft, wir hätten mehr Unterstützung. Die übrigen sind verletzt oder noch zu unerfahren, um im Nahkampf zu bestehen. Diese wenigen hier sind Veteranen. Sie kämpfen mit mir seit der Schlacht von Drakenberg, teilweise sogar noch länger. Sie sind furchtlos bis zum letzten Mann. Sie sind in der Überzahl. Aber das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Und ihre Anzahl spielt keine Rolle in diesem Labyrinth aus Plattformen und Inseln. Wenn wir auf der anderen Seite sind, auf offenem Gelände, dann beginnt die wahre Prüfung. Habt ihr eine bestimmte Strategie im Kopf? Alles hängt davon ab, dass wir ihren Anführer finden, den Oberschamanen. Wenn wir ihn lebend fangen, können wir aus einer Position der Stärke verhandeln. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Wir haben keine Zeit. Oh!
sind Ursamisch. Wir beugen uns keinen Eindringlingen. Ihr seid hier nicht willkommen. Ihr bringt Feuer und Gift in unser Heim. Ihr tötet unsere heiligen Bäume und treibt die Kriecher in den Wahnsinn. Und jetzt ermordet ihr meine Saat in meinem Dorf. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ihr sofort damit aufhören müsst. Oder Maru-Yatum wird euch in den Fluss der Seelen schicken. Ich bin nicht gekommen, um zu kämpfen. Wir wollen nur unsere Leute zurück. Wenn ihr nicht hier seid, um zu kämpfen, warum seht ihr dann aus, als wolltet ihr in den Krieg ziehen? Von euren Klingen trieft das Blut der Ur-Shamesh. Seit Jahren kämpft ihr schon hier. Ihr tötet Krieger in Rüstungen und Krieger der Ur-Shamesh. Es spielt keine Rolle. Es ist immer das Gleiche. Kein Frieden in meinem Dorf oder draußen im Dunst. Ich weiß praktisch nichts über euer Volk. Wer seid ihr? Ich bin Maru-Yatum, der, der mit Nagok flüstert. Der Oberschamane aller hier im Dorf. Wir sind die Ur-Shamesh, die ersten Menschen. Dieser Ort gehört uns. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr sagt, der Sumpf ist heilig, aber wir wissen nichts darüber. Warum sorgt sich euer Volk so sehr darum? Vor langer Zeit fiel Nagok, der Altehrwürdige, vom Himmel. Unsere Väter gingen eine heilige Verbindung mit ihm ein, als er im Sterben lag. So wurden wir alle zu Ur-Shamesh. Götter, die vom Himmel fallen. Genau wie in der alten Geschichte von den genialen Göttern. Der Altehrwürdige starb und wurde zum Dunst. Wenn ihr geht, berühren eure Füße Nagok. Wenn ihr atmet, nehmt ihr Nagok in euch auf. Alles ist Nagok. Alles ist heilig. Der Dunst, was ist das? Alles, was dort draußen ist, außerhalb unseres Dorfes. Die alten Wurzeln, die tiefen Wasser, der kalte Nebel. All das ist der Dunst. Wir wollen nur eins, und zwar unsere Männer, die ihr entführt habt. Und warum sollte ich euch eure Krieger zurückgeben? Ihr habt viele meiner Saat getötet. Ihr habt den Boden verbrannt und unsere Gewässer mit euren Toten vergiftet. Es war Jane Cassinder, die euren Sumpf verbrannte und euer Volk tötete. Nicht wir. Meine Truppen sollten euch nicht belästigen. Seit Jahren kämpft ihr im Dunst und tötet Ur-Shamesh. Ihr nennt Namen, die Maru-Yatum nicht kennt, um die Wahrheit zu verschleiern. Ihr alle seid Feinde. Wenn unsere Klingen euer Herz durchbohren, wird Maru-Yatum euer Fleisch an die Kriecher verfüttern. Sammelt, kommt an meine Seite! Maru flieht. Hinterher. Auf diese Wurzeln. Ich halte die Wilden auf. Geht voran und findet die Gefangenen. Ha ha!
Seid bereit zu sterben. Verschwinden wir hier, bitte. Ich will nicht im Kochtopf dieser Wilden enden. Hiernach werde ich nie wieder einen Fuß in diesen verdammten Sumpf setzen. Wir unterstützen euch, Legionär. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Den Heiligen sei Dank. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Bei allen Heiligen, wie kämpft man denn gegen so jemanden? Das läuft nicht gut.
Legt eure Klinge nieder, Feuerbringer. Kein Krieger hat Maru Yatum bezwungen, seit er das erste Mal mit Nagok flüsterte. Ich werde euch nicht bekämpfen. Euer Geist ist stärker. Von heute an kennen alle Ur-Shamesh die Macht des Feuerbringers und zollen ihr Respekt. Ruft eure Krieger zurück und geht in Frieden. Ihr habt gut gekämpft, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Dann ist eure Suche nach Blut zu Ende. Gut, niemand hier wird euch herausfordern. Es war schon immer so. Wenn der Stärkste von uns euch nicht töten kann, wird es kein Ur-Shamesh tun. Nehmt diesen Talisman. Er ist den Wurzeln und Reben, die ich befehlige, bekannt. Und sie werden sich neigen, um euch den Weg frei zu machen. Gehet frei und in Frieden zwischen meiner Saat. Erst töten wir ihren halben Stamm und plötzlich sind wir alle Freunde? Kein sinnvolles diplomatisches System, wenn man mich fragt. Wir bieten euch dieses Opfer, Feuerbringer. Nehmt. Hier gibt es eine Fremde, aber sie ist nicht wie ihr. Maru Yatum ist weise und mächtig. Wir werden immer seinem Wort folgen. Unsere Krieger kämpfen nicht gegen Übermächtige. Geht in Frieden. Der Dunst ist für eure Leute nicht sicher. Feuerbringer, möget ihr in diesem Dorf in Frieden wandeln. Ich bin froh, frei zu sein. Aber es tut mir leid, dass so viele Einheimische sterben mussten. Ich wünschte, es hätte eine friedlichere Lösung gegeben. Die Ur-Shamesh sind ein faszinierendes Volk. Es ist, als hätten sie all unsere Werte genommen und sie auf den Kopf gestellt. Und sie dann geschrumpft. Ja, diese brabbelnden Köpfe sind ziemlich abstoßend, aber die Einheimischen haben auch dafür ihre Gründe. Was hat es mit den sprechenden Köpfen im Dorf auf sich? Das sind die Ahnen der Ur-Shamesh. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Für dieses Volk ist der Tod der größte Verlust. Allerdings nicht so, wie wir beide denken würden. Für sie ist eine Seele, die in den Fluss der Seelen zurückkehrt, für ihren Stamm auf ewig verloren.
Wenn also einer der Ihren stirbt, fangen Sie seine Seele und stecken Sie in seinen Schrumpfkopf. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie Sie das tun. Und diese brabbelnden Köpfe. Was für ein nörgelnder Haufen. Ihr scheint recht angetan von den ersten Menschen. Seltsam, wenn man bedenkt, dass sie euch hätten töten können. Meine Loyalität gehört zuerst der Königin. Doch ich war ein Gelehrter, bevor ich Soldat wurde. Diese Dorfbewohner sind höchst interessant. Sie sind vielleicht primitiv, aber nicht böse. Sie wollen nur ihre Ruhe haben. Genau wie die meisten anderen Leute auch. Ist das wahr? Könnt ihr uns aus dem Sumpf bringen? Für wahr? Ich hätte nie gedacht, dass mich das Studium alter Zwergenüberlieferungen für den Krieg so nützlich machen würde. Das war sicher nicht mein Ziel. Lord Devancy ist ein guter Freund. Er hätte mich nicht zurückgelassen, auch wenn ich nicht über meine Magie verfügen würde. Aber jetzt, wo ich frei bin, sollte ich eine Brücke aus Schlamm und Wurzeln herstellen können. Das ist größer als alles, was ich je zuvor gemacht habe, aber ich werde es schaffen. Geomantie scheint anders als die Magie der Legion. Wie funktioniert sie? Da Geomanten ihre Magie nutzen, um die Erde zu bewegen, verbinden viele diese Kunst mit dem ungebändigten Chaos des Schamanismus und der Hexerei. In Wahrheit ist es eine Art der Magie, die Geduld erfordert. Das Wesentliche zu erkennen ist schwierig. Ganze Bibliotheken sind dieser Kunst gewidmet. Aber man könnte sagen, dass Formen der Energien gleich der Arbeit eines Edelsteinschleifers, der sorgsam aus dem rohen Stein ein strahlendes Juwel erschafft. Woher habt ihr das Wissen über die Zwerge und ihre Magie? Hattet ihr einen Lehrer? Leider nein. Wir hatten viele Verluste bei unserem Dienst für die Königin. Und zu meinem Bedauern traf dies auch die Zwerge unter ihrer Obhut. Wir wissen einfach nicht, ob es Überlebende gibt. Wir haben von keinem der Clans gehört und selbst die große Mine der Funkelhöhle, wo ihre Hoheit lebt, ist leer. Mein ganzes Wissen habe ich aus diesen Wälzern hier. Und ich werde davon so viel präservieren, wie ich kann. Ein kleines Zeichen der Buße für ein so großes Opfer. Je früher wir diesen Sumpf verlassen können, desto besser. Könnt ihr die Landbrücke bald errichten? Sobald wir wieder im Lager sind. Ich bin sicher, dass wir bald aufbrechen. Ich muss gehen. Mein Weg führt mich nach Stonebridge. Wir stehen alle wahrlich in eurer Schuld. Dies sind schwere Zeiten. Doch euer Handeln erinnert mich an schönere Tage. Tage, in denen die Legion und die Krone einander dienten. Mögen wir uns wiedersehen. Eure Kampfstärke ist außergewöhnlich. Die Wilden werden nicht wieder angreifen. Nicht nach solch einer Demütigung. Ich versammle den Rest meiner Leute. Wir treffen uns dann in unserem Lager. Ihr habt den Schamanen besiegt. Ihr müsst über große Mächte verfügen. Flüstert ihr auch mit Nagok? Unsere Schamanen flüstern mit Nagok. Er gibt ihnen die Kraft.
Ihr hasst den Dunst, weil ihr ihn nicht versteht. Wir Ur-Shamesh haben noch andere Dörfer, weit entfernt. Eine Missionarin von der Kirche der Azoniten. Was macht sie denn hier? Ihr habt also den Angriff geführt. War es das wert? Ich kann nur hoffen, dass es notwendig war, diese Leben zu nehmen. Ich kam hierher, weil ich Azunai nicht durch kriegerische Taten dienen wollte. Jetzt, nachdem ihr mit dem Kämpfen fertig seid, könntet ihr mir helfen, mich um die Opfer zu kümmern. Ich sammle Substanzen aus dem Sumpf, die ich als Heilmittel verwenden kann. Wollt ihr mir weiterhelfen? Das ist nicht der Ort, an dem ich eine Azunitin erwartet hätte. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich war einst ein Alchemistenlehrling, sogar ein recht vielversprechender. Als mein Vater schwer krank wurde, musste ich feststellen, dass keines meiner Heilmittel ihm helfen konnte. Ich betete und betete, und Azunai rettete meinen Vater. Seitdem habe ich mein Leben in seinen Dienst gestellt. Leider scheinen die meisten Azuniten zu glauben, man könne Götter nur richtig verehren, indem man in Jane Cassinders Namen Blut vergießt. Ich unterrichte die Kinder und helfe den Dorfbewohnern mit meinen Heilmitteln. Es ist ein einfaches Leben, doch besser als in Jane Cassinders Armee zu kämpfen. Wonach sucht ihr? Ein paar Wurzeln zu sammeln klingt nach keiner großen Herausforderung. Wenn es nur so einfach wäre. Mir mangelt es nicht an Sumpfpflanzen, aber mit Schneckeneiern sieht es ganz anders aus. Sie besitzen außergewöhnliche Heilkräfte. Nach all dem Blutvergießen hier können die Dorfbewohner solch eine Hilfe gut gebrauchen. Ich muss jetzt gehen. Ich werde nach den Eiern suchen, wenn ich im Moor bin. Ich danke euch. Und seid vorsichtig da draußen. Diese Schnecken können ziemlich bösartig sein. Gerechtigkeit stirbt.
Asunai sei Dank, es gibt wieder Hoffnung. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid gerade in ein paar Probleme marschiert. Dass Roderick euch geschickt hat. Wir hätten nicht überlebt. Hab Dank. Wir sollten es allein zum Lager schaffen. Wir werden Roderick sagen, was passiert ist, doch ich bin sicher, er wird euch selber danken wollen. Ein Schneckennest. Sie versuchen, ihre Eier zu beschützen. Vielleicht sollten wir besser durch den Mund atmen. Es riecht hier etwas streng. Thank you.
erledigt. Ihr seid zurück. Konntet ihr Schneckeneier für mich finden? Hier sind sie. Nicht gerade die angenehmsten Dinge, die man mit sich tragen kann. Dann lasst mich euch von dieser Last befreien. Meinen aufrichtigen Dank, Fremde. Ich hätte nie geglaubt, dass mir jemand helfen würde, der mit den königlichen Truppen marschiert. Lasst mich euch einige meiner Vorräte geben. Sie werden auf euren Reisen nützlich sein. Möge Atsunai über euch wachen. Möge Atsunai...